Hey ho da draußen, willkommen zurück hier bei Let's Play Dead Island. Jetzt hab ich fast den Namen vergessen. Warum sind hier Motorteile im Abfalleimer? So, wir machen mal weiter. Wir haben noch ein paar Quests zu erledigen. Traumzeit, bevor besorge 5. Was? Oländer. Was sind nochmal Oländer? Öltender? Öländer? Öländer. Haben wir die? 5 Stück? So viel? Also das heißt, wir müssen die einsammeln, den Mülleimer und so, oder? Bestimmt. Vielleicht können wir die auch beim Händler kaufen. Aber hier sind überall nur teure Motorteile drin. Und auch eine große Batterie. Alkohol! Alkohol! Mit Alkohol kann man gar nichts anfangen, du. Wir haben hier gar keinen da, wo Alkohol verarbeiten kann, du. So. Ja, scheiß auf die Quest. Scheiß drauf! Dämonische Wissenschaft. Hilft den Wissenschaftlern im Labor. Toll. Das ist ja so eine Aufgabe, wo wir wahrscheinlich erledigen sollen mit den Öltendern. Das ist ja prima, wa? Aber hier sind bestimmt noch welche. Jawohl, die brauchen unsere Hilfe hier. Die ganzen Leutchen. I can't afford to lose any more people. Ja. We're running out of aluminum potassium sulfate and its use is crucial to our research. Can you get me that chemical from the warehouse? Oh mein Gott, nicht schon wieder dahin. Yeah. Do be careful with it. Ich weiß, ich bin bester Mann. Ich bin bester Mann, ich weiß. So, jetzt überall Markenchampagner, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir natürlich mit. Ein Safe, wo leer ist, das gibt's doch gar nicht. Please hurry. So, zum nächsten, da braucht nochmal einer unsere Hilfe. Hallöchen, Pumpelchen. I could use some help with the research we're conducting. Ja. We can't really tell whether the drugs actually help the infected. Transformation takes place so quickly, it's impossible to take a proper sample. John and Nick agreed to test the drugs on themselves, but we don't have the results yet. Ja. Let's do it. All right. We managed to lock a few of the infected in the stockroom. You need to draw the sample from their muscle tissue, but hurry, if they mutate any further, it'll be too late. Eine Probe sollen wir denen holen. Das hört sich ja interessant an. Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Ist es das hier oder? Das Bett macht komische Geräusche. Ich würde das mal überprüfen lassen. Magnet! Hey Jungs, braucht ihr auch noch Hilfe hier drin? Teure Motorteile, das ist perfekt. Ein Ausweis, den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Ich weiß gar nicht, wie viel Ausweis gibt es denn hier? Bestimmt über 1000 oder so. War bestimmt ein sehr, sehr gut besuchtes Urlaubsziel hier. So, was machen wir denn eigentlich gerade für eine Quest? Ach, das ist eine fortlaufende Quest. Scheißdreck. Nebenquests hier, das machen wir. Ja. Wir gehen jetzt zu den schönen mutierten Viechern und werden die ein bisschen rannehmen. Motorteile, das ist ja wie Weihnachten heute, obwohl ja Weihnachten schon war. Mein Gott. Das ist so ein nachträgliches Weihnachtsfest. So, jetzt gucke ich nur mal, was ich dem Arsch hier verkaufen kann. Damit wir wieder neue Waffen kriegen. Weil der ganze Alkohol, warum steht, den sollten wir irgendwann mal verarbeiten. Hi. Na du? So, wir haben 18 von 18. Also, verkaufen hier. So, Molotov-Granate, Schrotflinte, Magnum, automatisches Gewehr. Also wir haben die drei Waffen, die wir sonst auch immer haben. So, jetzt schauen wir mal hier durch. Was wir hier so verballern dürfen. Die hat ordentlich... Ja, die Machete, die hat ordentlich Kraft. So, den hier. Oder eher den hier, den Stoß. Klar, die ganzen... Schnittwaffen haben alle ein bisschen eine bessere Wertung, ne? Aber eigentlich können wir mal wegmachen hier. Brauchen wir nicht mehr. Auch wenn wir den jetzt erst hier umgewandelt haben. Na gut, 519, so gut ist der auch nicht mehr, oder? Nee. Die Machete tun wir auch weg. Da ist zwar ein Toxin drauf, aber die brauchen wir auch nicht mehr wirklich. Da mal ein bisschen wieder Platz haben für neue Waffen, wa? So. Ah, den tun wir auch mal weg. Den brauchen wir auch nicht mehr.
Der ist zwar gut, aber... Warte mal, wie sehen die anderen so aus? Naja, der ist eigentlich schon gut. Okay, okay, den behalte ich mal noch. Überzeugt. Aber die Nahkampfwaffen, die... Was sind das hier für eine? Oh je, die können wir mal verkaufen. Also den hier wirklich. Den können wir wirklich nicht mehr gebrauchen. Stacheldraht. Das ist den, wo wir gerade benutzen, ne? Der ist eigentlich nicht schlecht. Mit dem haben wir eigentlich immer gute. Ja. Ach, ich weiß auch nicht so recht, aber wir bekommen bestimmt bessere Waffen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Wir haben auch... Oh, ich glaube, ich soll meine Waffen ein bisschen reparieren gehen, die wir jetzt noch haben. Wäre vielleicht kein Fehler. Muss ich nochmal ganz kurz zurück. Ja, ne, wir können nicht immer den alten Schrott mitnehmen. Wir müssen auch mal gucken, dass wir neue Waffen kriegen. Vielleicht bessere, schlechtere, wie auch immer. Success? Hä, wo ist denn hier der Raum, Alter? Wo kann ich den hier reparieren? Himmel, Jesus! Nee, wo ist denn das jetzt hier? Shit. Dreifach Shit. Ja, Alter, ich hoffe. Wir kommen dort. Ach ja, stimmt, da vorne war der. Oh Mann, diese Geräusche, die die machen da draußen, das hört sich gar nicht gut an. So, wir reparieren mal kurz alles durch. Wird ein bisschen teuer, aber wir haben ja genug Geld. Modifizieren, wir bauen ein paar Deo-Bomben. Können wir garantiert brauchen, so genagelt, Betäubungsschlag, Stacheldraht. Wo brauchen wir denn die Motorteile? Da können wir Schrotflintenmunition herstellen. Sturmschrotflinte. Modifizieren, die machen wir mal. Yes, baby! So. Genagelt, Nägel haben wir auch noch ein bisschen was. Dann Baseballschläger tun wir mal nageln. So, und da haben wir nichts mehr übrig. Mal noch kurz ausgerüstet Zimmer. Das ist gut, aber wir machen es mal kurz neu. So, jetzt hauen wir einfach mal irgendwas hier rein. So. Dann brauchen wir einmal eine Deo-Bombe und einmal eine Handfeuerwaffe oder sonst irgendetwas. Wir nehmen am besten mal das Sturmgewehr. So. Das toll modifizierte. Genau. So. Uhuhuhu, die Spitzhacke. Ich glaube, die geht richtig gut ab, ne? Die ist nicht schlecht. So, jetzt müssen wir wieder Zeugs einsammeln, weil jetzt haben wir wieder nichts mehr. Das soll schon liegen, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, kann man das mit dem Auto machen, oder? Na, 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 du kleiner Drecksack. Ach, dass die immer wieder aufstehen müssen. Oder sie meinen es zu tun müssen. Oh, 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 oh. Ich nehm's Auto. Oh, Waffenkiste. Na, mal sehen. Oh, genau deshalb mache ich Platz. Den nehmen wir mal mit. Wenn wir ihn nicht brauchen, verkaufen wir ihn. So. Aber so ein Morgenstern ist auch kein Scheiß, wa? F muss ich drücken, nicht E. Wie komme ich noch auf E? Ach, wenn man andere Spiele zwischendurch spielt, ne? Oftmals muss man auch mit E einsteigen. Und mit F tut man ausführen. Aber hier ist natürlich ganz anders rum alles. Holy shit! Alter! So, jetzt aber. Wenn wir schon die Möglichkeit haben zu fahren, dann... Oh! Fuck! Fuck, fuck! Dann fahren wir den Berg runter, so wie es aussieht bald hier. No! 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 Bleib auf der Straße! Sag mal, bin ich besoffen oder was? Was ist denn heute los? Jetzt fahre ich schon mal hier und... Oh, fuck! Weg! Weg! Weg, weg, weg! Und nochmal zurück! Autsch! Der hat mir eine gedonnert, der Hurensohn! So, jetzt aber... Du blöder Wichser ihr, blöden Wichser ihr. Was glaubt ihr denn eigentlich, wer ihr seid? Da müssen wir auch hin. Das ist gut.
Erstmal räume ich noch ein bisschen auf hier. So! Weg mit euch! So geht's natürlich am besten, wa? Wow, ihr blöden Wichser. So, schön gibt's Schaden hier. Ihr seid selber schuld, wenn ihr schon herkommt, dann seid ihr... Verdammt. Wieso regt ihr immer noch, ihr Wichser? Oh, verdammt, jetzt qualmt doch noch meine Karre hier. Sind es zwei große? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie tot. Oder? Stehe auf! Ist da noch einer? Egal, die schaffe ich auch so noch. So, komm mal her hier. Seid ihr tot? Ja, ich bin. Moment, da sind noch welche drin, wa? Ach, das sind die zwei, die ich. Erstmal so, die zwei hier noch platt machen. Wow! Donnert der Huren so mir einfach eine. Dann machen wir platt hier. Ah, oh, yep! Gesackt, du. Hose. So, jetzt gibt's aber erstmal hier eine mit. Ich muss meinen Huf nicht ausgehen wegen dem Arsch. Dann machen wir es halt so, ja, machen wir kurz einen Prozess hier. Bleib jetzt liegen, verdammt. Da ist noch einer neben mir, hinter mir oder irgendwo. So, ich glaube, ich habe das Genick gebrochen. Bringt nur nichts bei den Höhlen. Fuck, Viecher! Stirb! Yes, Baby! Haben wir alle? Ich glaube, jetzt sind alle tot. So, dann gehen wir mal die zwei besuchen. Unser Fahrzeug haben wir ja schon schön in die richtige Position gemacht hier. Hallo? Oh mein Gott. Ich höre schon. Die hören sich nicht freundlich an hier. Das sind mehrere, oder? Nummer 1, Probe. So. Durchgefallen. Hallo? Ich glaube, da ist noch einer in dem Raum. Da ist auch Fahrt. Motorteil. Also, heute ist ja wirklich Weihnachten. Nicht mal an Heiligabend habe ich so viele Geschenke gekriegt wie heute im Spiel. Mit dem Ausweis. Wo ist denn hin? Oh, noch ein Reiniger. Ja, ich komme doch schon, aber Vorsicht. Mit Vorsicht zu genießen. Kann sein, dass man gleich mal. Er steckt hinter der Tür. Er glitscht durch die Tür durch. Mach mal kurz die Tür zu, das ist doch. Moment, Moment, bleib mal bitte liegen. So, was gibt's hier? Gewebeprobe von. John. Der war schon fertig mutiert. Was labert denn der? Wegtüre. Und hier noch die Gewebeprobe. Hi! Na du! Autsch! Verdammt! Weg mit ihm! So, zum Glück haben wir ja unser Fahrzeug hier oben geparkt. Geht da drüben eigentlich auch noch was? Wollen wir jetzt schauen, ob ich hier reinkomme? Nope. Hi! Aber hier ist ein Aufgang aufs Dach. Weil genau nach dem habe ich gesucht. Waffenkisten. Jetzt können wir ja wieder Waffen einsammeln. So, aber der passt mir nicht so ganz. Wohl eigentlich, den könnten wir gut verkaufen. Nee, den lasse ich liegen. Der ist nix. So. Okay. Sag mal, ist das eigentlich ein Vogel, wo da im Hintergrund rumschreit, oder? Was ist denn das? Das hört sich ja übel an. Wenn hier gerade einer massakriert wird. Aber ich glaube, es gibt echt so Vögel, die so eklig schreien, ne? So, fahren wir wieder zurück zum Laborchen. So,
Vielleicht nehmen wir gerade mal die Abkürzung hier. Oh, da ist ein Fels. Schlechte Abkürzung. Ich wollte eigentlich die nehmen. Ja, genau, die da, die ist viel besser. Ja, naja, so viel abgekürzt ist jetzt auch wieder nicht. Oh shit, ich steck fest. Oh Mann, diese... Wer baut denn hier so scheiße in den Weg? Mann, 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 der Architekt, der wird echt geschlagen. Lebst du? Nee. Und wenn, da habe ich jetzt gerade auf deinem Kopf geparkt. Oh, Geld. Oh, er hat noch gezuckt. Ich hab's genau gehört. So, wieder zurück hier im Labor, im sicheren Zuhause. Wenn es auch nicht so aussieht. Irgendwie höre ich jetzt gerade gar keine Zombies mehr rumstöhnen. That's what I'm talking about. What the fuck? Genau. War ich hier schon mal drin? Restroom? Oh no, hier war ich noch nicht. Bloody Mary Mod. Oh, das hört sich ja geil an. Sammlerstück gefunden. So. Und hier war... Feuerzeuggas. Guck mal, das lohnt sich doch immer wieder hier durchzurennen. Neue Gebiete, neues Sammeln. So, aber der hat nichts für mich. Nein, das ist alles beim Alten. Der ganze Alkohol lassen wir mal liegen. Brauche ich gerade eh nicht. Aber wir können die Quests abgeben. Hey du, ich hab da was für dich. Erprobe. Very impressive, thank you. This may furnish a few pieces still missing from the puzzle. So, was gibt's denn? Grausame Magnum. Na, lass mal sehen, was das Ding kann. Yay! Die alte weg. Aber sofort. Sofort verkaufen. Weg mit dem Teil. Wo ist mein Händler des Vertrauens? Des Borderline-Shops. Hier bist du. Hi. Einmal bitte... Oh, der hat gar keine... großen Waffen und so Scheiß. Einmal bitte diese kraftlose Magnum annehmen. Dankeschön. Und die alte behalte ich nicht. Boah, die ist natürlich geil. Die ist natürlich richtig fett. Okay. So, und dann, Leute, würde ich sagen, ich muss gucken, dass ich den Part auf YouTube bekomme. Ne? Weil ich habe echt gerade Zeitmangel. Ich muss gucken, dass ich den jetzt gerendert krieg und wegbekomme. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, zur nächsten Mission. Da müssen wir, glaube ich, dem Otto hier helfen. Und hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann wieder. Ich setze mich jetzt da hin und spiele ein bisschen am Commodore. Ah ja. Tschüss.